Moin Moin Schiedsos und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Risk No Fun. Endlich ist es wieder soweit. Heute heißt es wieder, ich muss von 5 Challenges 3 bestehen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann werde ich am Ende bestraft. Ich habe mir noch gar keine Bestrafung ausgedacht, ehrlich gesagt. Womit könnte ich am Ende bestraft werden? Nee, warte mal. Was könnten wir machen als Bestrafung? Oh, das ist aber echt. Okay, ich habe zu Hause noch Mausefallen. Und ich muss meine Hand in so eine Mausefalle reinballern, dass sie zuknallt. Das wäre meine Bestrafung. Puh, Freunde. Ja, okay, also simple Regeln. Und wir starten jetzt mit der ersten Challenge. Und so heißt sie. Ich muss Enteneier futtern. Und bevor wir zu den Regeln kommen, packe ich erstmal das Paket aus. Ich habe es hier, so sieht's aus. Enteneier bestellt, sie sind fermentiert, sprich, sie sind im Prinzip durchgegammelt. Und im Inneren sind sie wohl schwarz. Sie sollen nicht riechen, sie sollen nicht gümmeln. Ja, sehr salzig sollen sie sein, aber trotzdem nicht appetitlich. Ich bin sehr gespannt. Ich packe das Ganze jetzt aus. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe nicht, dass Mutter Duck noch vorbeikommt und nochmal Anspruch auf ihre Kinder hat. Ich glaube, um die ist es eh schon geschehen. So. Beachten Sie bitte die Warnhinweise. Warnhinweis Nummer 1 und somit auch der einzige, nicht essen. Gut, das werde ich machen. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, Digga. Oh, das sind ja wie, das sind ja wie Dingseier. Wie Hühnereier. So groß. Ja klar, eine Ente ist ja auch ähnlich groß wie ein Huhn. Ne? So. Wir gucken mal. Ja, was sagt eigentlich das Internet dazu? Zu fermentierten Enteneiern? Schauen wir mal rein. Auf Wikipedia steht geschrieben, tausendjährige Eier, hundertjährige Eier oder chinesische Eier sind fermentierte Eier, eine Delikatesse der chinesischen Küche. Zur Herstellung werden rohe Enteneier, seltener Hühnereier, für etwa 3 Monate in einem Brei aus Anis, Szechuan-Pfeffer, Teeblättern, Piniennadeln, Fenchelkörnern, Salz, warmem Wasser, gebratenem Kalk, Holzasche sowie Sägespäne eingelegt. In dieser Zeit verwandelt sich das Ei klar in eine gelatinöse, bernsteinfarbene Masse, das Eigelb bekommt eine quarkige Konsistenz und verfärbt sich grün. Tausendjährige Eier sind ungekühlt monatelang haltbar, bis zu 3 Jahre sind möglich. In China unterscheidet man 2 Arten dieser Eier, mit festen oder nur halbfesten Dotter. Der halbfeste Dotter hat einen angenehmen, leichten Geschmack ohne beißendes Zitronenaroma und ohne Nachgeschmack. Pidan mit hartem Dotter haben einen leicht beißenden, etwas salzigen Geschmack und einen anhaltenden Nachgeschmack. Serviert werden sie als Vorspeise oder Snack mit Sojasauce, Essig und Ingwer. Oder als Zutat zu Congee. So, wie sind denn die Regeln? Also, ich muss jetzt ein so ein Ei essen. Ich muss es vorher schälen und ich muss es im Ganzen essen, kauen, runterschlucken. So, und das ist die Challenge, das ist die Aufgabe. Soweit ohne Zeitdruck. Am Ende muss ich es aber 1 Minute in mir drin behalten. Ich darf mich in der Zeit also nicht übergeben. Also am Ende zählen wir quasi 60 Sekunden runter. Das sind die Regeln, ziemlich simpel. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Dann guten Hunger, ne? So, wo schlage ich das denn jetzt am besten auf? Ah, vielleicht hier irgendwie? Kann man hier das aufschlagen? Ja. Ah, so. Gleich kommt hier wie bei den Dinos so das Baby raus. Mama! Oder was hat es immer gesagt? Also schon mal pechschwarz. Pechschwarz. Hallo?
Boah, es ist pechschwarz. Oh, nee, 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 nee. Aber es riecht kaum. Ein bisschen, aber kaum. Jetzt kommt hier eine etwas helle Stelle, eine etwas hellgelbe Stelle. Ja, es ist wie ein gekochtes Ei. Es ist halt sehr geleeartig, sehr glibberig. So, fest glibberig. Okay. Oh. Ja, das ist das Wunderwerk. Das muss ich jetzt komplett essen. Das Schlimme ist, ich darf ja nicht spucken. Eine Minute lang, ne? Ah, furchtbar. So. Den Müll hier mal ein bisschen festmachen. Wir wollen ja nicht die Natur verunreinigen. Reicht schon, dass ich hier sitze in der Natur. Okay. Ich drehe mich hier schon so ein bisschen ein, damit ich hier gegebenenfalls gleich runterkotzen kann. Okay. Also essen und wenn ich es gegessen habe, wenn alles verputzt ist, dann eine Minute, die das in mir drinnen bleiben muss, wenn ich es überhaupt so weit schaffe. Okay. Let's do it. No risk, no fun. Ach Gott, oh Gott. Ach Gott. Es schmeckt fischig, salzig, fischig. Ah, Gott, Freunde. Ah. Digga, ich hab noch richtig viel hier. Das wird safe nicht drin bleiben. Ach, Gottes Willen, ey. Ich trau mich gar nicht weiter abzubeißen. Oh Gott. Gott. Furchtbar. Unmöglich. Unmöglich. Freunde, guckt euch das an, ist ja widerlich. Ah. Seht ihr das? Ah. Außen geleeartig und von innen weicher. Ah. Oh. Zurück, wo du hergekommen bist. Ah, Gott. Ja, das war die erste Challenge. Geht ja schon mal gut los. Direkt Loser. Bah. Schau mal, was die zweite Challenge bringt. Wir kommen zur zweiten Challenge und so heißt sie. Face-Slider und Face Slider ist ein eigentlich sehr simples Spiel
sehr simple Challenge. Und zwar muss ich jetzt innerhalb von einer Minute 30 fünf verschiedene Gegenstände über mein Gesicht sliden lassen. Also ich lege mir die Gegenstände auf die Stirn. Das heißt, ich muss die Cappy gleich abnehmen. Und dann muss ich es schaffen, ohne den Einsatz meiner Hände diese Gegenstände über meine Gesichtshälfte sliden zu lassen und muss sie mit dem Mund wieder auffangen, also festhalten. Erst dann gilt der einzelne Gegenstand als bestanden. Um welche Gegenstände geht es überhaupt? Ich zeige es dir einmal. Wir haben hier eine Kreidebombe, die sich wahrscheinlich auch nur aufhalten lässt oder auffangen lässt mit dem Mund, wenn ich hier dieses Benzel in meinen Mund kriege. Also es wird mega schwer, genau das Ende zu meinem Mund zu bekommen. Dann haben wir hier noch einen dicken Edding, weißer Edding. Schauen wir mal. Ein Hundeleckerli, Hundeschnapperstange. Dann haben wir hier noch einen Kronkorken. Und Leute, ihr merkt das schon, heute ist in Kiel ein sehr windiger Tag, das heißt, es wird schwierig. Ne? Es könnte sein, dass der Kronkorken wegfliegt. Wenn er hier ins Wasser fliegt, dann ist vorbei. War es das? Nee, ich habe noch einen Knopf. Und zwar von unserem Captain aus der Funny Games Night. Ein Knopf von seiner Garderobe gemopst. Auch der ist ziemlich leicht. Also könnte sein, dass die Dinger echt wegfliegen. Wie soll ich das denn machen bei diesem Wind? So. Ultra schwer. Okay, wir schauen mal. Ich muss alle fünf Gegenstände schaffen. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los! Da fliegt er schon weg. Das wird unglaublich schwer. Der plumpst immer noch runter. Mann! Digga! Der erste Gegenstand und da killt mich schon. Das war klar, weil die zu leicht sind. Ne? Fuck. Nee, ich mache einfach mal den nächsten. Keine Ahnung, Hundeleckerli. Oh nein, was habe ich mir dabei nur wieder gedacht? Das Ding rollt ja so schon vom Kopf. Das ist ja wieder unmöglich, was ich hier mir überlegt habe. Fuck! Wo ist sie? Der war aber schon gut. Das schaffe ich niemals. Die Stimme ist schon eine Minute um. Geschafft. Och nö. Ja, das muss am Wind gelegen haben. Och Mann, das kann doch nicht sein. Ja. Och Mensch. Halt doch nicht aus. Mann, wie soll ich das auch machen? Mit dir klappte das schon ganz gut. Mann, also ich habe eh verloren, es ist eh schon vorbei, ist klar. Aber ich will die Gegenstände noch einmal durchprobieren, mal gucken. Der Edding ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, der ist von der Form her zwar identisch mit dem Hundeleckerli, aber der ist ja viel glatter, ne? Mal gucken, wie es damit klappt. Ach Digga, das gilt doch gar nicht. Mann, das ist doch eigentlich, das kann nicht so schwer sein. Es ist, weil es hätte mit einem Keks sein müssen. Mit so einem Brownie, nee, wie nennt sich das? Schoko, nee, wie nennen die sich denn? American Cookie. Ja, also das ist natürlich so. Und mit dem dicken Sack, und damit meine ich das hier, wie wäre es damit?
Oh, ja, da kommt ja auch noch Kreide raus, habe ich ganz vergessen. Scheiße. Mensch. Ja, Digga, da habe ich auch wirklich wieder nicht nachgedacht, ne? Freunde, ja, das war Challenge Nummer 2. Wir kommen zur dritten Challenge. So, jetzt kommen wir zur nächsten Challenge, Challenge Nummer 3, und so heißt sie. Und der Titel, der verrät es schon, jetzt wird's eine richtig scharfe Nummer. Und ich weiß selber nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ihr wisst ja, ich mag gerne scharfe Sachen essen. Ich würze gerne mein Essen. Aber jetzt ist es der Oberhammer. Also, ich habe hier ein Kartönchen. Und es sieht erstmal so aus, als hätte man bei Bio-McDonald's hier irgendwie sich einen Burger geholt. Aber wenn ich den mal öffne, haben wir hier Folgendes drin. Wir haben hier 6, 7 Chilis. 6 große, eine kleine. So, und was das genau für welche sind und was das Internet über diese Sorte sagt, das seht ihr jetzt. Im Vergleich. Der Weltrekordhalter aus Mexiko hat einen Scoville-Wert von 1.500.000. Thomas Grobers Selektionschili mit dem Namen Rachenreibe bringt es auf 1.290.000 und gilt damit als der schärfste auf der Nordhalbkugel amtlich getestete Chili. So. Und davon muss ich jetzt eine essen, beziehungsweise davon abbeißen. Und damit sind wir auch schon bei den Regeln. Also ich muss nun ein Stück von dieser Chili abbeißen, muss das Ganze kauen und runterschlucken. Und sobald ich das geschafft habe, es runterzuschlucken, von da an läuft eine Minute, die ich weder nachspülen darf. Ich habe hier auch schon Milch parat, ich habe hier Brot parat, alles, was die Schärfe ein bisschen binden soll. Mal gucken, ob das dann überhaupt noch was bringt. Aber das darf ich alles innerhalb dieser Minute nach runterschlucken, nicht zu mir nehmen. Ich darf mir auch nicht übergeben. Wenn dann eine Minute um ist, dann gilt die Challenge als bestanden. So, Freunde. Welche suche ich mir aus? Also, soweit ich weiß, ist an der Spitze unten, glaube ich, der schärfste Punkt. Unten in der Spitze sammelt sich, glaube ich, die meiste Schärfe. Kleiner Geruchstest. Riecht kaum, ne? Das sind jetzt 2 Tage alt, glaube ich. Ja. Oh, ne. Also ich darf mir gleich mit dem Finger auch nicht in die Hände und gar nichts. Ich werde wahrscheinlich die Rotze laufen. Und eine Minute gleich, ne? Wenn ich runtergeschluckt habe. Gut. Beiße ich jetzt von der Seite ab oder von unten? Ich glaube, ich mache von unten. Also ich versuche die Spitze richtig abzubeißen. Gut. Soll ich die oder... ist eine andere, soll ich eine andere lieber? Die hat auch so eine schöne Spitze, ne? Die komplette Spitze hier so, das Ding. Boah. Okay. Okay, mal gucken. Mal gucken. Boah, das ist ja schon zu viel, wenn man die ganze Spitze abbeißt. Was meinst du? Soll ich nur so ein kleines Krümelchen? Ist auch wenig, ne? Boah, ja, wegen Herz. Man muss auf das Herz achten, Freunde. Ja, Autobatterie ist am Start. Okay. So, okay. Also, dann machen wir. Ho, ho. Okay. Also es hat sich sofort Schärfe ausgeweitet. Ja. Okay. Ah. Ja. Ah. Ah. Okay, die Zeit läuft. Ah. Eine Minute, hä?
Noch 45 Sekunden. Jetzt kommt gerade noch mehr die Schärfe auf der Zunge. Oh. 30 Sekunden. Die Schärfe breitet sich in der Fresse immer mehr aus. Und so langsam fängt es an zu schmerzen. Oh, letzte Sekunde. Oh. Oh, der Schmerz im Mund und auch im Rachen. Also solange ich trinke, geht's, aber wenn ich aufhöre. Aua. Erst dachte ich, okay, aber kam dann doch. Oh, das tut weh. Vielleicht wäre es auch besser, wie es mal hätte was im Magen, ne? Statt auf nüchternen. Ich zieh mal Schuhe auf, ne? Blöde Idee. Lippen brennen, der ganze Mundraum, Rachen, alles. Und vom Bauch her sollte man schlecht werden. So. Auf jeden Fall geil, ich hab's geschafft. Geil. Punkt. Jetzt habe ich das Gefühl, es beruhigt sich wieder langsam. Also erst so die ersten, also zwar der erste Bissen und sofort sofort, aber es ging noch kurz, für 2 Sekunden oder so. Und dann kickte das plötzlich richtig rein. Und als ich es dann runtergeschluckt habe, dann wurde es noch schlimmer. Fuck. Da schneide ich lieber raus. Und jetzt gleich brennt mir voll das Arschloch. Ey. Und ich denke so, Ja, pass auf, wenn der hier auch nicht kacken geht. Freunde, ich habe es überstanden. Ja, also schon mal Winner, kein Loser an der Stelle. Ja, gucken wir mal, was ihr als nächstes machen müsst.
Aufgabe Nummer 3 habe ich Gott sei Dank geschafft. Sonst wäre es jetzt auch schon vorbei gewesen. Ihr wisst ja, ich muss von 5 Challenges auf jeden Fall 3 bestehen. Und die ersten 2 habe ich schon verkackt. Eine habe ich jetzt geschafft. Bedeutet, die nächsten 2 Challenges, die jetzt kommen, muss ich beide bestehen. Ansonsten habe ich leider diese Ausgabe wieder verkackt. Und jetzt kommen wir zur 4. Challenge. So, und was bedeutet das Ganze? Ich werde mir jetzt hier, warte, ich habe hier 2 Teebeutel. Ich werde mir 2 Teebeutel an den Schirm meiner Cap kleben. Ich habe auch Tesafilm dabei, sodass sie gleich hier links und rechts so baumeln werden. Und dann muss ich versuchen, eben beide Teebeutel gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber sie müssen letzten Endes beide oben auf dem Schirm liegen. So, und das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil wenn du versuchst, den einen Beutel hochzuschwingen, sollte der andere schon da oben liegen, wird er wahrscheinlich in dem Moment wieder runterfallen. Und natürlich, mit Zeitdruck ist ja klar, 1 Minute. Und in 1 Minute muss ich es geschafft haben, beide Teebeutel oben auf dem Schirm liegen zu haben. Nicht vergessen, es ist eh ein bisschen schwierig, da es recht windig ist heute hier. Wobei es hier gerade einigermaßen geht. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob ich das schaffe. Ich muss es schaffen. Let's go. Tada! So, so sieht das jetzt aus. Was für ein Spektakel. Ja, also, gefällt mir sehr gut. Ja. Nick, nein, es ist kein grüner Tee. So. 1 Minute, warte, Stoppuhr noch schnell klar machen. So, zack, 1 Minute. Gut. Oh, es wird schwierig. Es wird schwierig. Weil die ja auch so lang sind vom Band her, dass sie dann oben... Oh, der fällt fast hinten wieder. Oh, es wird schwierig. 1 Minute. Gut. Cap sitzt. Dann auf die Plätze. Fertig. Los. Beide oben geblieben. Geld. Das innerhalb von 1 Minute. So sieht's aus. Ihr Freunde, es ist gar nichts dafür, wenn die an der Seite runterhängen. Aber sie sind doch auf dem Schirm. Oder nicht? Ich würde sagen, ja. Aufgabe bestanden. Yeah. Jetzt ist die Zeit erst um. Gut. Ah, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. 2 Aufgaben nicht geschafft, 2 Aufgaben geschafft. Eine bleibt noch übrig und das wird die allentscheidende. Wir kommen zur 5. Aufgabe. Wir kommen zur letzten Challenge, Challenge Nummer 5, die jetzt über alles entscheiden wird. Und so heißt sie. So, und die Regeln sind ziemlich einfach, denn ich habe jetzt hier 2 von diesen Flaschen, die sind, ja, keine Ahnung. Zu einem Sechstel, ein Fünftel sind die mit Wasser gefüllt. Und sicherlich kennt ihr das auch schon. Man muss versuchen, diese Flasche jetzt mit einem Looping in der Luft gerade zum Stehen zu bringen. Das heißt, sie muss dann mit dem Boden auf dem Tisch stehen bleiben und sollte möglichst nicht mehr umkippen. Das heißt, sie muss auf dem Boden stehen bleiben, sie darf nicht mehr umkippen. Und das alles innerhalb von 1 Minute. Und es müssen 3 Flaschen zum Stehen kommen. Und damit starten wir jetzt. So, Freunde, auf geht's. Die Minute läuft ab. Jetzt! Ah! 3-mal. Yo! Nummer 1! Ah. Probier mal die andere. Komm bitte!
Zeit. Ja. Ja, zwei. Komm, komm, komm. Letzte Sekunde und down. Freunde, schaut mich an. So sieht ein Gewinner aus. Von 5 Challenges habe ich tatsächlich 3 geschafft. Das ist selten der Fall bei No Risk No Fun. Ich glaube, in den ganzen Folgen, die es bisher gibt, habe ich nur einmal bisher gewonnen. Sonst habe ich immer verloren. Das heißt, mich erwartet heute keine Bestrafung. Ich habe gewonnen. Ja, und das war es auch wieder mit No Risk No Fun. Keine Bestrafung live im Studio. Und ich würde sagen, wir feiern jetzt gemeinsam live. Oh.